Hey Leute, willkommen zurück bei Flitz and Sun und hier ist wieder Flitz. Wir spielen heute Red Light, Green Light und das ist eine Anspielung auf Squid Games, einer Serie eines bekannten Streaming-Dienstes. Ja, wir schauen rein, wir schauen uns das Spiel mal genauer an. In 1 Minute 15 geht's schon los, dann treffen wir uns hier auf dieser Plattform und ja... Bei Squid Games oder hier Red Light, Green Light ist es so, dass wir verschiedene Minispiele nach und nach spielen müssen und wenn wir ein Minigame bestehen, kommen wir eine Runde weiter. Wenn wir eben scheitern, fliegen wir raus und krepieren. Der Wartebereich hier ist wie ein großer Schlafbereich der Teilnehmer aufgebaut und ansonsten gibt es hier ganz viele Tafeln, die die Besten darstellen, die Bestenlisten. Ja, wir werden mal ein bisschen überspringen, weil das dauert mir hier zu lange. Nun geht's in 10 Sekunden los. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und ich bin gespannt wie Bolle. Wir teleportieren uns direkt hinein ins Red Light, Green Light. Dann warten wir mal auf die letzten Spieler. Und dann wird's auch schon losgehen, hoffe ich. Oben links seht ihr ein Sparschwein. Ich denke, das wird der Gewinn sein. Der steht noch bei 0, aber ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit ändern. Aber das wird sicherlich gleich noch erklärt werden. Nun müssen wir die Rolle im Spiel wählen. Und wir wählen natürlich die Rolle des Spielers. Wir wollen natürlich die ganzen Minigames hautnah erleben. Und wie es ausschaut, wollen das hier auch die meisten anderen und haben ebenso gewählt. Ja, von mir aus kann es dann losgehen. Ich möchte gar nicht mal länger warten und möchte mal direkt hineinstarten ins Spiel. Hier steht übrigens auch eine Wache dabei. Also nicht nur alle haben sich für Spieler entschieden, sondern auch die Wachen sind anwesend. Oh ja, und jetzt scheint es loszugehen. Ah, willkommen bei Rotes Licht, Grünes Licht. Ich bin der Host hier und ich denke, das soll heißen, gleich geht's los. Der Text ist ein wenig unterbrochen. Es sind also 6 Minispiele und für jeden Eliminierten, für jeden Besiegten, für jeden gefallenen Spielern füllt sich das Sparschwein und man erhält dementsprechend am Ende, wenn man gewinnt, das Preisgeld. Aus diesem Grund stehen wir natürlich bei 0, denn wir haben noch gar kein Spiel gespielt und es geht los, die Tür wird sich jetzt öffnen und dann werden wir in Richtung erstes Minigame starten. Warum laufen die anderen denn so schnell? Irgendeine Taste bleibt mir noch verborgen, die mich hätte schneller laufen lassen können. Oh, hier ist aber auch Gedränge los. Leute. Kommt, wir sitzen da zusammen in einem Boot und müssen das gemeinsam hier irgendwie durchstehen. Also ein paar von euch können gerne draufgehen, damit ich dementsprechend noch mehr Preisgeld bekomme. Kein Ding, ne? Also ihr könnt verlieren. Aber jetzt erstmal den Weg dorthin, den sollten wir mal gemeinsam bestreiten. Okay, unser erstes Minispiel. Ich bin echt gespannt, was es sein wird. Mann, die geben sich aber gerade größte Mühe, hier irgendwie Spannung aufzubauen, oder? So, öffne jetzt die Tür hier, los geht's. Ah, die Tür öffnet sich. Und? Okay. Ich komme gar nicht auf diesen gängigen Namen für dieses Spiel, aber es ist so, wenn die Person sich umdreht und einen anguckt, darf man sich nicht bewegen. Und wenn die eben sich andersrum dreht, also uns nicht anguckt, dürfen wir uns bewegen. Und das ist auch hier symbolisiert mit rotem und grünem Licht. Rot bleibt man stehen, grün kannst du gehen. Ja, ansonsten schauen wir uns das mal an. Und grünes Licht, wir können loslegen. Okay. Und grün. Rot, nicht bewegen. Oh, warum wacke meine Arme? Bleib ruhig stehen, Flitz. Bleib stehen, Jung. Man hört immer wieder so einen Knall oder Schüsse. Ich denke, das symbolisiert, dass irgendjemand rausgeflogen ist und gescheitert ist. Da liegt einer. Die hat es leider nicht geschafft und hat sich bewegt. Aber grünes Licht, weiter geht's. Wie schnell laufen die denn? Oh, okay. Grün. Rot. Boah, übel. Also irgendwie kann man wohl irgendeine Taste drücken, damit man schneller läuft. Naja, egal, wir haben ja Zeit. Oh, habe ich einen Schritt gemacht. Das war knapp. Grünes Licht. Okay, wir ziehen durch. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind im Ziel. Okay, ein paar sind noch unterwegs.
Ja, das dauert hier ein bisschen, bis mal jeder durchs Ziel ist, weil der Letzte, der kann sich einfach ewig Zeit lassen und die anderen tatsächlich dann auch ärgern. Das passiert hier gerade ein bisschen ätzend, dass man auf die Letzten warten muss. Ich denke, man hätte da irgendwie so einen Countdown irgendwie einbauen müssen, damit auch der Letzte sich mal ein bisschen Mühe gibt. Na gut, also wir sind eine Runde weiter und der Jackpot könnte uns gehören, aber es sind schließlich noch 5 weitere Spiele, die wir bestreiten müssen und die schauen wir uns jetzt gleich an. Und werden wir natürlich auch meistern. Ja, ganz hinten steht noch irgendwer. Ich befürchte, dass diese Person am anderen Ende noch zum Spiel zählt. Und uns hat warten lassen, aber es wurde jetzt rausgeflogen. Also, wir sind eine Runde weiter, wir sind noch 26 Teilnehmer und der Jackpot liegt bei $4.480. Und auch hier sind wir auf der Teilnehmerliste noch aufgelistet, denn wir haben es geschafft. Machen Sie sich auf den Weg. Na klar, wir machen es auf dem Weg zum nächsten. Und warum laufe ich so langsam und die anderen rennen? Oh. Ach, ist doch egal. Ich glaube, man muss jetzt nicht unbedingt Erster an diesem Tor sein, um irgendwie daran teilnehmen zu dürfen. Und wenn man hier zu langsam ist, dann fliegt man raus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wir haben Zeit. Hi, hi, Herr Wache, was stehen Sie da? Ich bin nur ein Teilnehmer. Und das nächste Spiel. Wir müssen uns für einen der 4 Tore entscheiden. Wir wählen Nummer 3. Ja, meine Lieblingszahl ist die 23. Da steckt die 3 mit drin. Ich entscheide mich einfach mal für die 3 und wir bleiben hier stehen. Wählen Sie Ihre Faux. Ja, ich habe meine Faux gewählt und bin damit sehr zufrieden. Und auch die Wache hat ihren Faux oder Faux, weil ich keine Ahnung, was es bedeuten soll. Wir haben uns entschieden für Nummer 3 und bleiben jetzt hier stehen und schauen uns das einfach mal an, was sein wird. Okay, es haben sich alle entschieden. Vorhang Nummer 1 fällt und es ist das Dreieck. Hinter Nummer 2 verbirgt sich das Fünfeck. Und bei unserem Tor verbirgt sich das Viereck. Und hinter Tor 4, hinter Vorhang 4, der Stern. Also, okay. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Keine Ahnung. Okay, vor mir steht eine Wache und ich muss etwas tun. Aber was muss ich tun? Sag's mir. Herr Wache, was muss ich tun? Sie müssen mit mir sprechen, sonst weiß ich doch gar nicht, was ich zu tun habe. Ah, okay. Verfolgen Sie Ihren Keks sorgfältig, ohne ihn zu zerbrechen. Ja, das werden wir dann mal tun. Oh. Mein Keks bekommt aber leider jetzt schon ein paar Risse. Okay, jetzt hier runter und wir haben es geschafft. Okay, also ich glaube, damit haben wir eigentlich eine gute Wahl getroffen mit dem Viereck. Also wir haben uns richtig hingestellt, positioniert. Denn stellt euch mal vor, wir hätten jetzt den Stern irgendwie ausschneiden müssen oder ausbrechen müssen. Hallo Sie, Ihnen geht's nicht gut, oder? Naja, wir haben es geschafft. Wir haben Spiel Nummer 2 gemeistert. Wir sind eine Runde weiter. Vor uns liegen noch 4 weitere Spiele. Und dann gehört der Jackpot uns. Ich bin echt gespannt, wie viele es überlebt haben. Oder wie viele noch eine Runde weiter sind. Denn hier liegen sehr, sehr viele Teilnehmer rum. Und es sind noch 15 Teilnehmer. Und wir gehören zu den 15 Besten. Und da sind wir auch abgebildet bei der Nummer 207, die wir eben sind, wie auf unserem Kleidungsstück auch steht. Okay, oben steht Lichter aus. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich weiß nicht, ob sie wollen, dass wir die Lichter ausschalten und schlafen gehen, weil wir sind ja hier im Schlaf- und Warteraum. Oder ob das nächste Spiel irgendwie Lichter aus heißt. Aber ich glaube, dass die tatsächlich wollen, dass wir die Lichter ausschalten und schlafen gehen. Aber gleichzeitig sollen wir uns auf den Weg zum nächsten Tor machen, damit wir das nächste Minispiel bestreiten können. Und alle bewegen sich wieder schnell fort und ich komme nicht von der Stelle, gefühlt. Irgendwie muss es doch gehen. Hier springt man. Okay, dann lauft ihr mal schnell. Ich spring dafür. Auch nicht schlecht. Ich bin damit ganz zufrieden, Leute. Hauptsache, ich komme eine Runde weiter und ich kann's. Man muss also nur eine Taste gedrückt halten und dann kann man hier auch rennen und das nächste Spiel beginnt. Oder? Ah, nee. Weiter geht's. Hier sind ein paar Tore. Ein paar Türen. Ich stelle mich mal einfach hier ans letzte Tor und warte hier vor. Das scheinen die anderen oder viele andere auch so zu wollen.
Ja, ihr habt euch richtig entschieden, ihr seid wohl in meinem Team. Wir gehen durch dieses Tor, Leute. Und das nächste Spiel. Wir sind auch dabei und wir sind in Team 3, wenn ich das richtig sehe. Hinten, letzte Reihe in Team 3, alle jumpen hier vor mir rum. Ja, wir sind in Team 3 und müssen zu dritt gegen drei weitere Mitspieler antreten, und zwar beim Seilziehen. Team 1 gegen Team 2 steht schon bereit und werden beginnen. Das ist schon ganz gut, da können wir uns mal anschauen, wie das überhaupt funktioniert. Aber das sieht so wirklich so aus, als müsste man das andere Team runterziehen. Und es beginnt auch schon. Team 2 macht das Rennen, wie ich finde. Die sind weiter vom Abgrund entfernt. Aber Team 1 kommt jetzt auch nochmal. Okay. Oh ja, Team 1 wird stärker. Was für eine knappe Geschichte. Oh ja, Team 2. Team 2, Team 2 macht das Rennen. Team 2 und Team 1 wird jetzt fallen. Team 1 ist gefallen. Team 2 ist eine Runde weiter. Team 2 hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Team 2. Na gut, dann werden wir als Team 3 wohl gegen Team 4 antreten. Und es scheint auch jetzt schon zu beginnen. Jawohl, da oben stehen wir schon bereit. Team 3 gegen Team 4. Und ich an letzter Position. Und wird das auch nochmal erklärt, wie es funktioniert. Ah, hier rechts ist ein Balken. Und man muss immer im richtigen Moment stoppen im grünen Bereich. Nicht zu weit oben, das wäre auch nicht so gut, aber das klappt ganz gut. Ich glaube, wir sind ganz gut. Wir haben schon wieder eine 100 rausgeholt, 90, völlig zufrieden. Eine 40 ist jetzt nicht so gut, was wahrscheinlich aber so ein Kombi aus allen drei Teilnehmern ist. Und wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Wir haben Team 4 besiegt und sind eine Runde weiter. Team 2 und Team 3, die letzten 6 Teilnehmer, wie es ausschaut, sind's. Und wir sind eine Runde weiter. Ja, jumpt ihr mal vor Freude rum. Denn wir haben Spiel 3 gemeistert und sind eben eine Runde weiter. Ah, aber wir sind noch 9 Teilnehmer. Wo auch immer die anderen 3 Teilnehmer herkommen. Vielleicht hatten die so einen Freifahrtschein, so ein Freilos. Egal. Wir sind zu 9 und bei Spiel 4 angelangt. Und der Jackpot, das Schwein, ist schon mit über 6.000 Dollar gefüllt. Und Spiel 4 wird uns jetzt erwarten. Noch 3 Spiele, Leute. Noch 3 Spiele und wir haben es geschafft. Sorry, dass sich das Video so lange zieht, aber es sind nun mal die Spielregeln. Ich kann auch verlieren und dann habt ihr es geschafft und seid mich los. Aber ich will nicht verlieren. Ich will es irgendwie schaffen und mal gucken, was am Ende eben passiert und was wir mit diesen Dollars kaufen können. Und ich bin jetzt mittlerweile der Schnellste hier. Jetzt weiß ich, wie man hier rennt und bin schon am Spiel angekommen und in diesem Bereich hier. Okay. Laufen wir mal eine Runde spazieren und schauen uns das mal hier an. Ja, okay, man muss das Minigame wählen und ich suche oder entscheide mich für Classic. Weiß nicht, Classic wirkt und klingt erstmal sehr sympathisch und ich glaube, das liegt mir voll. So Classic, das ist so meins, wisst ihr? Classic, das rock ich. Okay, ja, ich habe mich für Classic entschieden und das bedeutet, was bedeutet das jetzt? Okay, ich stehe irgendeiner Mitspielerin gegenüber und das ist wohl meine Herausforderin und ich muss da hier irgendwas machen und ich weiß nicht was. Sie tut irgendwie auch nichts und diese Wache schaut uns auch nicht an, steht auch nur da. Ja, okay, Herr Wachmann, ich kann nichts dafür. Hier, schauen Sie mal, wie ich das mache. Ich kick die Murmeln weg. Ja, ich hab das genauso gesehen. Sie haben gesehen, wie ich die Murmeln da weggekickt habe. Und da konnte die nicht mehr reagieren und hat verloren. Das sehe ich genauso. Also, wir sind eine Runde weiter. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich gerade getan habe. Ich habe die Murmeln da irgendwie gegeneinander gekickt und dadurch ist meine Kontrahentin rausgeflogen und hat verloren. Es tut mir leid. Entschuldigen Sie. Ich wollte ihnen nicht wehtun, aber ich möchte gewinnen. Und ich habe Spiel 4 war es, jetzt auch gewonnen. Bin eine Runde weiter. Wir sind noch zu 6. Ich gehöre zu den 6 Besten, Leute. Hört mal genau hin. 6 Besten. Und ich gehöre dazu. Und wir sind bei Spiel Nummer 5 von 6 jetzt. Ja, was soll ich sagen, ne? Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. So, komm hier, Herr Red Light, Green Light, öffnen Sie das Tor.
Ich kann es gerne mal abwarten. Ich möchte hier das Spiel jetzt gewinnen. Die Zuschauer, die haben doch keine Zeit. Die klicken doch, die schalten doch schon nach 3 Minuten immer ab. Da kann ich mir kein Video von 20 Minuten erlauben, wenn die schon nach 3 Minuten eh nicht mehr zugucken. Warum soll ich mir denn die ganze Mühe machen? Ah, okay, das nächste Spiel beginnt und es ist eine gläserne Brücke, über die man gehen muss. Und man muss sich für die richtige Glasscheibe entscheiden und darf nicht einstürzen. Und ja, geht's schon los? Alle gucken, stehen hier nur rum. Geht's hier schon los? Hallo? Herr Red Light Green? Ah, Hinweis. Das Glas, das leuchtet, ist ungefährlich. Und alle anderen zerbrechen. Okay. Ja, guck mal, da sieht doch hier wie... Nein, ich hab verloren. Es sah doch so aus, als würde es leuchten. Ja, Leute, ich bin bei Spiel Nummer 5 rausgeflogen. Wer auch immer da gleich von euch gewinnen wird, ich gratuliere euch herzlich zu dem Gewinn. Wir sehen uns, Leute. Bis dann. Tschüss.